Ich erinnere mich noch gut, mit zwei Freunden bin ich unterwegs im kolumbianischen Regenwald, an unserer Seite ein ortskundiger Guide. Der Regenwald liegt im äußersten Norden des südamerikanischen Kontinents und grenzt an die Karibikküste. Er hat all das, was man in einem Regenwald vermutet. Scheinbar bis an den Himmel ragende Bäume, am Boden verschlungene Vegetation und in den Baumkronen ein Gewirr von Stimmen. Und da ist die extreme Luftfeuchtigkeit, die schon nach wenigen Minuten das Gehen schwer werden lässt. Das Ziel der gut dreistündigen Wanderung ist die Küste. Die ersten 2,5 Stunden kommen wir gut voran. Wir achten darauf, dass wir genug trinken, und der Guide achtet darauf, dass wir keine Zeit verlieren, denn auch der Weg muss wieder zurückgelegt werden. Irgendwann werden die Schritte meines Freundes langsamer und wackeliger. Dann muss er sich setzen. Sein Wasser ist aufgebraucht, der Körper streikt, er hat Durst. Ein mulmiges Gefühl macht sich bei uns breit. Es ist schon auffällig, wie schnell eine Stimmung dann umschlagen kann. Noch vor einer guten Stunde Frohgemut. Und nun stöhnen wir alle und überlegen, wie es überhaupt weitergehen kann. Der Mann, der uns den Weg führt, bleibt ganz ruhig, weil er weiß, dass es wichtig ist, jetzt Ruhe zu bewahren, weil er diese Situation kennt und weil er weiß, was noch vor uns liegt. Die restlichen Wasservorräte werden aufgeteilt. Der Guide verspricht, in 30 Minuten werden wir das Ziel erreicht haben. Frisches, kühles Wasser. Da ist sie wieder, die Perspektive. Die Stimmung hält sich auf, das Ziel scheint greifbar nah. Wir brechen wieder auf, schauen nach vorne, suchen im Regenwald den Horizont ab. Wann kommt die Küste? Wo ist das Wasser? Im Leben gibt es Umstände, die sind ganz ähnlich wie bei dieser Wanderung. Anstrengender Weg, das Ziel noch lange nicht erreicht und die Kräfte fast verbraucht. Innerlich ausgetrocknet fühlt man sich. Durststrecken nennen wir das nicht von ungefähr. Wie bei einer Wanderung kann auch die Lebensstimmung dann schnell umschlagen. Lohnt die Anstrengung? Komme ich ans Ziel? Reicht meine Kraft? Die Bibel berichtet vom Leben und Glauben der Menschen. Für mich ist es tröstlich, dass sie nicht nur die Sternstunden erzählt, die Erfolge, die Fortschritte. Im biblischen Monatsspruch des Monats Juli schreibt einer, meine Seele dürstet, sie dürstet nach dem lebendigen Gott. Und der Schreiber dieser Worte hat eine tiefe Sehnsucht nach einer Gottesbegegnung. Wann werde ich dahin kommen, Gott zu sehen? Und wer den Psalm 42 weiterliest, der erfährt auch, worum er so spricht. Menschen sind es, die ihm zu schaffen machen, ihn verspotten. Wo ist er, dein Gott? Durststrecke. Aber er lässt nicht los von Gott. Er weiß, dass er auf ihn vertrauen kann in den guten und in den dürren Zeiten. Und er formuliert das so: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Das Ziel unserer Wanderung haben wir übrigens wie versprochen erreicht. Und es tat gut, sich am Meer zu erfrischen. Ein paar Flaschen Wasser für den Rückzug bei einer freundlichen Frau zu kaufen. Mögen die Sommerwochen für uns Zeiten und Orte bereithalten, an denen wir unsere Ressourcen auffüllen können, Körper und Seele ihren Durst löschen können. Musik.